Ja, hallo Topka. Hi Rio. Da sind wir bei Episode 0. Ja, aber Episode Genau. 0, weil zählen können wir nicht. Weil zählen können wir nicht. Und keiner weiß jetzt auch wahrscheinlich so richtig, worum es geht. Hast du irgendwie was mitgebracht, um uns das mal so ein bisschen zu erklären? Also ich weiß es ja schon ein bisschen, aber so ganz verstanden habe ich es immer noch nicht. Ja, also wir hatten uns mal gedacht, es gibt relativ wenig so Podcast-Style-Content zu Star Citizen im Combat-Bereich und hatten gedacht, das ist eine Lücke, die füllen wir mal ganz entspannt. Und ist doch eigentlich mal interessant, vielleicht auch mal einen Blickpunkt auf die Aspekte zu legen, als ständig immer nur so das allgemeine Tech-Talk, was kommt demnächst, sondern wirklich mal speziell auf eine Gameplay-Ausrichtung zu gehen. Also eher so ein bisschen das Zeitlose, was man so vielleicht auch mal als Infomaterial ranziehen kann oder so ein Thema, was einem interessiert, oder halt auch gezielt die PvPler bei Star Citizen anzusprechen. Genau, einfach mal den Entwicklungszyklus quasi, was kommt, was ist bereits drin, einfach gezielt aus PvP-Sicht einfach mal besprechen. Ja, cool. Das wird auf jeden Fall Spaß machen. Die Frage ist, haben wir denn schon so ein bisschen auch für heute da so ein gezieltes Thema oder wie wollen wir die Sache angehen? Ja, ich dachte doch einfach mal, als erste Folge wäre es doch einfach mal cool, dass wir uns nur als Orga mal vorstellen. Wer sind wir? Was machen wir? Und ich glaube, da haben wir auch einen passenden Gast dafür, oder? Den Fries, der kannst du sicher was zu erzählen. Ja, sehr gerne. Zufällig bin ich ja gerade hier, deswegen passt das ganz gut. Ja, wer ist die MPEX? Und ich glaube, vielleicht, wenn man hört, was die MPEX ist, macht es auch Sinn, warum wir diesen Podcast hier machen. Denn bei der MPEX geht es um PvP. Von der Lore her verstehen wir uns als Söldnerorganisation. Das heißt, wir nehmen jegliche Aufträge an. Das geht von Begleitschutz über Angriff, über, hey, die haben was, was wir ganz gerne haben wollen, besorgt uns das mal. Bis hin auch zur Unterstützung in Konflikten, dass wir für einen bestimmten Zeitraum buchbar sind und dann dort entsprechend militärisch aushelfen, sozusagen. Was ist so die Motivation bei der MPEX? Bei uns dreht sich im Fokus alles um kompetitives PvP. Das ist so das, was uns Spaß macht, was wir auch tatsächlich die ganze Zeit üben und trainieren. Und das ist bei uns in drei Bereichen sozusagen die Kernausrichtung. Der erste Bereich ist das Thema Dogfight. Das heißt, sowohl im One versus One als auch im Gruppendogfight. Und gerade Gruppendogfight ist eine wichtige Geschichte, weil je größer Star Citizen langsam wird, umso mehr wird sich herauskristallisieren, dass es tatsächlich ein Multiplayer-Game ist. Und dadurch ist also die Gruppenaktivität und Interaktion in einer Gruppe wahnsinnig wichtig. Und das erhöht tatsächlich auch die Schlagkraft. Also eine Gruppe von, ich sag mal, mittelmäßigen Dogfightern, die aber als Team gut eingespielt sind, sind stärker als Top-Einzelspieler, die aber nicht zusammenspielen können. Und das Gleiche gilt im zweiten Bereich für das Thema FPS. Hier ist es, glaube ich, sogar noch wichtiger und noch intensiver als Gruppe zusammenzuarbeiten, um sehr schlagkräftig zu sein. Das beinhaltet sowohl am Fuß zu Fuß selber als auch Bodenfahrzeuge. Und die dritte Kategorie ist im Moment noch gar nicht so relevant. Deswegen haben wir die auch zwar auf dem Firmenschild draufstehen, aber so wirklich mit Leben haben wir sie noch nicht gefüllt, weil es schlichtweg und ergreifend noch nicht möglich ist. Das ist der Kampf mit Capital Ships. Und natürlich bilden wir alle Themen dazwischen ab, also Turret-Gameplay beispielsweise, aber auch der entsprechende Support. Weil so ein Fußsoldat, der möchte ja auch ganz gerne mit seiner Ausrüstung von A nach B kommen. Und auch während des Gefechtes brauchen wir natürlich Support und Unterstützung. Das heißt also, Schiffe müssen aufgetankt, repariert werden, aber auch die Fußtruppen brauchen entsprechend Ausrüstung, Nachschub und so weiter und so fort. Genau. Wie machen wir das Ganze? Ja, vielleicht noch ganz kurz, wie machen wir das Ganze? Bei uns in der Orga, Aktivität ist bei uns sehr, sehr wichtig. Deswegen trainieren wir auch regelmäßig diese ganzen Themen. Wir haben für die Einsteigerbereiche zwei Einsteigertrainings, sowohl für das Thema Dogfight als auch für das Thema FPS.
Und diese Dinge bieten wir auch Gästen an. Das heißt also, wer Lust hat, mal in das Thema Dogfight oder FPS reinzuschnuppern, der ist für das Thema Dogfight am Montagabend 19 Uhr sehr herzlich eingeladen, ohne Anmeldung einfach vorbeizukommen. Und für das Thema FPS am Freitagabend. Und innerhalb der Orga gehen wir über diese Einsteigerbereiche natürlich deutlich hinaus und trainieren dann also nicht nur Dogfight und FPS im Einsteigerbereich, sondern auch im fortgeschrittenen Bereich, insbesondere wenn es dann auch um das Thema Gruppenkampf geht. Ja, wenn ihr Lust habt, mal MPEX zu erleben, vielleicht weil ihr ein Event ausrichtet oder ihr mal ein Event ausrichten lassen wollt, dann meldet euch ganz gerne bei uns. Wir können gerne Verteidiger oder Angreifer stellen, sowohl in der Luft als auch am Boden. Oder wenn ihr einfach nur Lust habt, mal einen Sparringspartner zu haben als Orga, dann sind wir, glaube ich, genau die Richtigen dafür, um so ein bisschen Spannung ins Worst zu bringen. Okay, also das ist so ein bisschen MPEX, wie ich sie auch damals kennengelernt habe, als ich euch beigetreten bin, was ja schon jetzt 2 Monate her ist mindestens. Ja, oder vielleicht 2-3 Monate länger, genau. Genau. Jetzt habe ich aber rausgehört, also vieles kann ich jetzt natürlich auch schon ein bisschen, jetzt habe ich aber 2 Sachen rausgehört. Oder eine ganz speziell, das Thema Support. Das ist uns, glaube ich, auch in den letzten Wochen, Monaten aufgefallen, dass man da so langsam, auch wenn die Gameplay-Loops jetzt noch nicht ganz so stehen, aber dass man da so langsam vielleicht nochmal so ein bisschen einsteigen könnte. Ich glaube, das ist so ein bisschen neu bei uns. Ja? Also MPEX steht ganz klar für Dogfight, deswegen bin ich auch hier irgendwann mal gelandet. Dann kam so ein bisschen der FPS-Bereich dazu, der gerade hochprofessionell am Ranwachsen und aufgebaut wird. Ja, und das Thema Support. Wie ist es denn jetzt eigentlich, wenn jetzt, oder wie stellen wir uns das vor, oder wie stellst du das vor, Price, wenn jetzt extern an uns herantreten, wie kommen die an uns ran eigentlich? Also einmal erstmal zum Thema Support. Was wir jetzt nicht aufbauen wollen, brauchen oder suchen, sind Miner, Händler und dergleichen, sondern hier geht es schon um den Support im Gefecht. Wir haben das beispielsweise bei Jumptown gesehen. Wir haben jetzt ja gerade eine Jumptown-Phase hinter uns, in der wir im Verse sehr viel unterwegs waren. Wir haben tolle Kämpfe gehabt. Wir haben einen Abend 5 gegnerische Orks gehabt, die sich um Jumptown geprügelt haben. Ich kann auch nicht ohne Stolz, muss ich sagen, sagen, dass wir also Jumptown erobert und dann auch gehalten haben den Abend über. Und das gegen 5 verschiedene Orks. Und das sind auch zum Teil PvP-Orks gewesen, die dabei waren und die uns echt eine schwere Zeit gegeben haben. Aber wir haben es geschafft. Und eben bei diesen Events haben wir gemerkt, Mensch, wenn man am Boden unterwegs ist, hilft es unheimlich, wenn wir da nochmal jemanden haben, der Material reinfliegt, Ausrüstung reinfliegt, Munition reinfliegt und. Und das sind eben so Dinge, oder vielleicht mal eine Ballista landet oder ein Tonk, je nachdem, was gerade benötigt wird. Und das sind so Dinge, an denen wir noch ein bisschen stärker uns austoben wollen, an denen wir ein bisschen stärker wachsen wollen. Und wenn jemand Lust auf diesen Part hat, dann sehr, sehr gerne. Später, wenn Pyro da ist, das wird ja jetzt, wie wir gehört haben, noch ein kleines bisschen dauern, wird, glaube ich, der Supportbereich für die kämpfende Truppe essentiell wichtig werden, weil die Entfernung einfach größer werden. Wir werden Jäger mit Jägern fliegen, die eine geringe Reichweite haben. Das heißt, auch die brauchen eine Plattform, mit der sie von A nach B transportiert werden, beispielsweise eine Liberator. Aber auch brauchen wir eine Starfarer, um gerade den Treibstoff wieder aufzutanken und dann die Schiffe wieder ins Gefecht zu schicken, weil es nämlich weniger Möglichkeiten zum Auftanken und Reparieren im Pyro-System geben wird, als es jetzt in Stanton noch möglich ist. Stanton selber ist es für die Piloten im Moment relativ entspannt. Selbst wenn man bei Jumptown irgendwo im Gefecht ist und man hat Schäden bekommen oder muss mal Gegenmaßnahmen aufladen oder Treibstoff nachtanken, dann fliegt man einfach zu irgendeinem Mining-Außenposten oder einer anderen Station, die ein Landepad hat, landet dort schnell auf dem gleichen Mond, in dem man im Einsatz ist,
tankt auf, repariert, ist dann in kürzester Zeit wieder zurück im Gefecht. Das ist natürlich noch sehr komfortabel, aber auch das wird im Laufe der Zeit immer weniger werden. Und das ist ja auch schon angekündigt, dass die Landeplattformen eben nicht mehr alle diese Unterstützung bieten. Ich bin sehr gespannt, wie sich das also in Bälde dann auswirkt. Und ich glaube, da brauchen wir tatsächlich, um weiterhin so effektiv im Gefecht zu sein, auch diese Komponente des Multiplayer-Games, dass wir nicht nur eine reine kämpfende Einheit haben in der Luft und am Boden, sondern auch eine Support-Einheit, die genau das macht, beide Einheiten nämlich entsprechend supporten können. Logistik wird mit Fortschreiten des Gameplays immer, immer wichtiger werden. Ja, definitiv. Ja, sehe ich auch so. Haben wir ja auch festgestellt, auch bei unseren letzten Jumptown-Aktionen. Wir können ja auch drüber reden. Es wäre auch schön, wenn andere Spieler da mehr in diesen Support-Bereich reingehen und sich da bei Jumptown noch besser aufstellen, damit wir alle noch mehr Spaß haben an dem Event. Und ich meine, da wollen wir ja sowieso nochmal drüber sprechen, ne, Topka? Ja, das früher oder steht später über Jumptown. Das steht ja bei uns schon auf dem Zettel. Deswegen, also das ist vollkommen richtig, was du sagst, Fries. 4-0, also damit auch Pyro ist natürlich noch ein bisschen länger hin. Wir sehen das Ganze natürlich aber auch jetzt schon relativ zeitnah. Ne? Also bei Jumptown können wir es abschätzen. Bei Career mit 3-18 wissen wir es halt noch nicht, wie es laufen wird. Aber auch da könnte es sein, dass wir Support benötigen. Und bei Jumptown kommen ja auch andere Sachen. Das merkt man ja auch erst beim Spielen. Wir haben ja auch festgestellt bei Jumptown, dass es mit der Kälte irgendwann auf manchen Planeten oder Monden halt knifflig wird. Dann brauchst du auch vielleicht mal einen Rover dabei oder so, um dich wieder aufzuwärmen und solche Themen. Und wenn der Rover weg ist, dann muss er halt ein neuer ran. Ne? Es kann ja auch sein, dass die Leute am Boden überleben, aber die Fahrzeuge verlieren. Und die müssen dann halt nachgefördert werden und all solche Themen. Genau. Ich glaube, es wird auch interessant werden, mit dem Salvaging kommt ja auch langsam so die erste Reparaturmechanik mit rein. Und ich denke, das wird also immer stärker ausgebaut werden. Ich glaube, auch wenn Sie es noch nicht angekündigt haben, wir werden sicherlich noch ein 3.18.1, 3.18.2 und so weiter Patch erleben, wo Sie dann auch vielleicht das ein oder andere an Mechaniken weiter aufbohren. Und Sie haben ja auch schon angekündigt, dass es also nicht nur ums Hülle abrupfen geht und Hülle wieder rauf reparieren, sondern auch um die darunter liegenden Komponenten geht. Und das wird dann auch sicherlich sehr interessant werden für das Thema Reparatur im Support-Bereich. Ich glaube, das wird sehr, sehr schnell kommen. No. Ja. Ich meine, wir werden uns ja in der nächsten wirklich richtigen ersten Folge damit beschäftigen, was so in 3.18 kommt. Was da auch besonders halt für uns als PvPler interessant ist und auch wie auch Mechaniken wie zum Beispiel Salvage oder das neue Cargo Refactor uns auch betreffen. Genau. Also ich glaube, das wird sehr spannend werden. Ne? Also gerade was ich ganz gut finde, ist, dass wir hier so eine kleine PvP-fokussierte Diskussion haben, die dann aber auch zeigt, dass PvE und PvP nicht unbedingt auseinandergehen müssen, weil auch der PvEler kann in Kampf geraten. Und auch wenn das Server-Meshing da ist und die KI oder beziehungsweise die Server mehr Zeit haben, sich um die KI zu kümmern, dann wird die KI stärker werden. Und mit einer stärker werdenden KI werden Spieler, die solo unterwegs sind, immer mehr Herausforderungen haben, in weniger sicheren Gebieten auch durchzukommen. Und ich glaube, dass das, was wir hier im PvP-Bereich, worüber wir uns unterhalten, das ist auch für den einen oder anderen PvE-Spieler sehr interessant, weil am Ende, ob ich nun von einem menschlichen Piraten angegriffen werde oder von einem NPC angegriffen werde, das spielt jetzt erstmal, wenn die KI sauber funktioniert, keine Rolle. Wenn ich alleine unterwegs bin, muss ich trotzdem die Situation handeln. Im Moment ist es relativ einfach. Ich fliege einfach weg oder schieße den ab, weil der ja also nicht so wirklich ernsthaft fliegt. Aber wir wissen jetzt schon, dass sich das Ganze ändern wird und dass auch
das Flugmodell sich ja gravierend verändern wird und dass das einfache Wegrennen auch nicht mehr so einfach wird. Das heißt, das Zusammenspiel, das Team-Gameplay wird immer wichtiger. Und ich glaube, dass das, was wir im PvP-Bereich machen, wird auch in großen Teilen sehr gut anwendbar sein für den PvE-Bereich. Ja, zumal das ja eh alles ineinander greift. Also genau. Piraten brauchen Händler, wir brauchen Piraten. Das ist ja richtig, genau. Ne? Und die Händler müssen halt auch wissen, was sie am besten machen, um der Sache zu entkommen oder vielleicht einfach mit einem blauen Auge davon zu kommen. Ja. Aber dazu können wir uns ja vielleicht mal eine Piratenorge einladen, wenn es soweit ist, wenn wir solche Themen angreifen. Das ist das noch ein bisschen näher bringt. Wir sind ja der richtige Abschaum. Wir sind ja Söldner, wir machen ja für Geld alles. Genau. Fast alles. Fast alles. Fast alles. Muss nur in einem vernünftigen Kontext stehen. Die Story dahinter muss gut sein. Einfach nur gescheit begründen. Immer genau. Gut. Ich würde dann nochmal ganz kurz, wir waren jetzt so ein bisschen ausschweifend und haben schon mal so einen kleinen Ausblick gegeben, was wir ja später mal machen wollen oder welche Themen wir angreifen wollen und was uns so interessiert und was uns gerade heiß macht. Ich möchte aber nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, weil wir ja auch die Trainings nochmal angesprochen haben, die ja auch für Einsteiger da sind. Also ich sehe uns ja manchmal so ein bisschen auch, wenn ich das so in den letzten Monaten miterlebe, wie so eine Firma, die ihre eigenen Leute ausbildet. Das ist ja durchaus auch schon vorgekommen. Aber wenn ich jetzt so ein kompletter Neuling bin oder ich sehe jetzt hier so ein YouTube-Video oder so ein Einsteiger-Video und denke mir, ich möchte an den Trainings teilnehmen, was genau kriege ich da? Also ich werde ja nicht interne Sachen gezeigt bekommen, die wir quasi mit unseren Jungs wöchentlich trainieren, sondern wie ist der Zugang für die Leute und was genau kriegen die da? Also es gibt ja für Dogfight und FPS, so haben wir uns ja festgelegt. Genau, genau. Ja, was bekommt man da? Also du hast gerade gesagt, wir zeigen da ja nicht das, was wir im internen Training machen. Also genau genommen zeigen wir es schon. Wir zeigen nur nicht alles. Also das, was wir im Einsteigertraining beibringen, und das Einsteigertraining ist sehr praxisorientiert, richtet sich auch nach dem Fortschritt des jeweilig einzelnen Teilnehmers an diesem Training. Das heißt, wir gehen sehr individuell auf die einzelnen Leute drauf ein. Das sind die gleichen Dinge, die wir als Basis tatsächlich bei uns legen. Und von dieser Basis aus gehen wir natürlich bei unseren internen Trainings dann weiter, weil das erfordert dann in der Tat viel dranbleiben und viel machen, trainieren am Thema teilhaben und, naja, Übung macht den Meister. Der Spruch kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. Wenn man mal gucken möchte, was passiert denn da eigentlich in so einem Training? Wie kann ich mir das vorstellen? Kann man bei uns auf unserem YouTube-Kanal einfach unter MPEX mal suchen. Findet man tatsächlich mehrere Videos zum Thema Einsteigertraining. Das heißt, wir fangen wirklich bei Null an. Und das ist auch etwas, wie wir unsere Piloten oder unsere FPSler bei uns intern ausbilden. Das ist exakt das Gleiche. Wir fangen bei Null an. Wir gehen nicht davon aus, dass irgendjemand was Bestimmtes schon mitbringen oder können muss. Selbst, also ich nehme es mal auf den Pilotenbereich, eine Aurora mit Maus und Tastatur, da können wir genauso mit anfangen wie jemand, der ein High-End Dual-Joystick-Setup mit Pedalen und Head-Tracker hat, sowie jeden heißen Jäger, den es irgendwo gibt. Das spielt keine Rolle. Diese Trainings sind also entsprechend aufgebaut und zielen dann darauf ab, auch individuell auf den Einzelnen eingehen zu können. Und wenn man sich das mal so vorab angucken will, was wir da so machen und wie das so funktioniert mit dem Erklären und dem Zeigen, dann kann man sehr gerne mal bei uns auf dem YouTube-Kanal gucken. Da haben wir 4 Episoden, 2 für Dogfight, 2 für FPS, wo eben diese Dinge erklärt werden. Und man sieht also beim zum Beispiel Dogfight-Video, wenn man sich da mal in die Lage des Bearings-Partners reinversetzt, dann ist man tatsächlich, hat man so ein Gefühl, was da auf einen zukommt. Nur, dass man eben sehr individuell auf den anderen eingeht. Wir schneiden dann auch im Bedarfsfall kurze Szenen mit und zeigen dann anhand, damit man seine eigenen Flugbewegungen mal sieht und mal erkennt, was man eigentlich gerade macht. Das sieht man so ja gar nicht. Und daran analysieren wir dann,
ob das entsprechende Manöver funktioniert oder nicht, was man ändern kann. Und so entwickeln wir stufenweise den einzelnen Piloten durch dieses Einsteigertraining weiter, sodass man am Ende, ich sag mal, im Vergleich zum Durchschnittspiloten schon so 60-80% aller Piloten im Verse im Dogfight schlagen kann. Alles darüber hinaus erfordert natürlich deutlich mehr Training und Engagement im Thema Dogfight. Aber ich sag mal, als Durchschnittspilot oder auch wenn man eher im PvE-Bereich unterwegs ist und da erfolgreich unterwegs sein will, dann ist das, glaube ich, schon mal ein sehr, sehr guter Einstiegspunkt, um in dem Bereich reinzustoppern. Da ist es jetzt unabhängig davon, ob ich nun eine ERT-Bounty-Mission gegen eine Hammerhead und dergleichen machen möchte mit einem leichten Jäger oder ob ich alle Bunker im Verse stürmen möchte, das spielt gar keine Rolle. Diese Einsteigertrainings sind genau darauf ausgerichtet, dass das auch tatsächlich dann erfolgreich gelingt. Mitmachen kann jeder. Einfach, wie gesagt, montags 19 Uhr Dogfight, Freitag 20 Uhr FPS. Ohne Anmeldung einfach bei uns auf den Discord kommen. Und wir ziehen dann die Leute in den entsprechenden Channel dann rein, ganz ohne Anmeldung, dabei sein und Spaß haben. Das ist das Wichtigste. Wir haben ja auch ein Auge drauf. Wenn die sich die Leute anmelden, dann kriegen wir es ja auch mit. Und dann gehen wir ja auch auf die Kollegen zu und dann sagen wir denen ja auch Bescheid. Richtig. Und es wird tatsächlich gut besucht. Also wir haben teilweise so viele Gäste dann da, dass wir auch mit mehreren Trainern agieren. Und das macht mir immer unheimlich viel Spaß. Das finde ich total klasse, weil das zeigt schon, dass dieses Angebot von der Community sehr gerne angenommen wird. Und wir erleben dann auch den einen oder anderen Piloten dann im Verse tatsächlich später mal. Und es ist auch schön zu sehen, wenn dann da also eine Weiterentwicklung stattgefunden hat. Wir bieten das übrigens auch für Orgas an. Das heißt also auch Orgas können sagen, Mensch, wir wollen unsere Security-Truppe mal ein bisschen stärken. Wollen wir da nicht was zusammen machen? Also auch das bieten wir entsprechend an. Also ich würde, Poker wollte gleich noch was sagen. Ich würde es aber noch mal ganz kurz zusammenfassen. Also es kann sich halt jeder melden. Also auch der ich sag mal, komplette Star Citizen Noob, der gerade mit seiner Aurora anfängt zu fliegen und überhaupt nicht weiß, wie er damit umgehen soll, als super Noob-Training, ohne das jetzt irgendwie negativ bewerten zu wollen. Dann gibt es denjenigen, der vielleicht schon seine Gehversuche im Verse gemacht hat, schon ein paar Monate spielt und vielleicht auch schon mal im Battle Royale unterwegs war und merkt, kriegt einfach die ganze Zeit auf die Schnauze, was ja dann auch durchaus passiert. Das haben wir alle mitmachen müssen. Und der dann sagt, hört mal, liebe MPEXler, irgendwie, ich komme hier nicht so richtig weiter. Ich weiß auch gar nicht, wo ich angreifen soll, um mich hier irgendwie zu verbessern. Derjenige kann zu uns kommen und wenn dann wirklich ein passionierter Pilot ist, der gar kein Training braucht, ist sowieso herzlich bei uns willkommen, wenn er das weitermachen will, beziehungsweise ein passionierter Pilot, der wirklich gut ist, weiß sowieso, dass er das machen will, sonst wäre er gar nicht so weit. Ja, und wenn man dann Blut geleckt hat, dann kann man auch über einen Beitritt bei MPEX sprechen, genau. So kann die Karrierelaufbahn sein. Und Top Gun macht das Ganze für FPS, richtig? Das ist richtig. Ja, aber es ist halt wichtig, noch einfach mal zu sagen, dass es wirklich die Grundlagen liegt. Auch für die späteren internen Trainings. Also die öffentlichen Trainings werden auch von allen, die später wirklich dann bei uns aktiv spielen, ebenfalls besucht. Und es zeigt auch einfach, dass wir gerne bereit sind, auch zum gewissen Stand alles mit jedem zu teilen. Einfach wer Bock hat, vorbeikommen. Es gibt absolut keinerlei Strings, die da attached sind. Also ihr werdet hier nachher nicht zwangsrekrutiert. Und wenn ihr Bock habt, kommt einfach vorbei. Ist immer schön. Und das Feedback, was wir so als Orga bislang gekriegt haben, dazu war eigentlich immer positiv. Und ich glaube, das ist immer was. Ja. Das Konzept ist auf jeden Fall richtig gut und zieht auch die passenden Leute an. Deswegen bin ich auch da, ne? Okay, cool. Ja, also so bezüglich MPEX und was machen wir und was wollen wir? Haben wir ja kommuniziert, würde ich sagen, ne? Ja, haben wir eine spannende Zeit über ihn. Ich glaube aber, es ist an der Zeit, dass wir mal einen kleinen Ausblick geben, was so die nächsten 2-3 Monate kommt. Das machen wir. Genau, also. Fängst du an? Ja. Ja, ich würde einfach mal anfangen. Also, natürlich als nächstes keine Regel ohne Ausnahme. Deshalb werden wir gucken, dass wir die erste richtige Episode, wie bereits schon angekündigt,
so Ende Januar, Anfang Februar live schalten. Die wird sich dann halt mit 3.18 befassen. Alles, wo was darum geht, so was Neues, was halt dazu kommt. Und danach wollen wir noch mal ein bisschen in das neue Jump-Turnaround schauen. Das wird ja hoffentlich dann auch, nachdem 3.18 live ist, laufen. Und die Änderungen, die man ja jetzt schon im PTU sehen kann, sind ja ganz schön und machen das, denke ich, nur noch interessanter. Das wird bestimmt spannend. Auf jeden Fall der zweite Eingang und so, das wird richtig spannend mit dem neuen Jump Town. Ja, was werdet ihr denn in der nächsten Folge so ein bisschen detaillierter machen? Was kommt denn da alles so, wenn Thema 3.18 oder PvP in 3.18 da ist? Was kommt da alles so? Genau, also 3.18 werden wir uns auf jeden Fall definitiv mit den zwei großen Mechaniken befassen, die uns natürlich auch tangieren, also wie bereits angesprochen, das Cargo Refactor und das Salvage. Wir hatten ja schon ein bisschen weggenommen, dass auch das mit dem Salvage dazu führt, dass wir auch Schiffe reparieren können oder Bodenfahrzeuge reparieren können, wenn sie beschädigt sind. Das wird für uns eine große Rolle spielen. Aber halt auch einfach das Cargo Refactor, was halt deutlich Piraterie möglich macht, wodurch halt wir vielleicht auch wieder Gameplay kriegen. Und das Ganze ist halt alles so ein bisschen ineinandergreifend. Genau, Vehicle Soft Death. Ja, Soft Death wird auf jeden Software Fall natürlich. wird sehr interessant werden für PvP da. Also hoffentlich. Genau, das werden wir mal so in der Theorie durchgehen und mal besprechen, inwiefern das für uns interessant werden könnte. Also was wir jetzt halt nicht machen werden, ist die Mechaniken in epischer Breite erklären und da einfach nur, ich sag mal, diesen Standard draus zu machen, sondern wir werden das wirklich ausschließlich aus dem Auge des PvP das betrachten, ob das interessant ist oder nicht oder interessant sein könnte. Genau. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie, es gibt ja auch so ballistische Änderungen, also Änderungen in dieser ballistischen Bei den ballistischen Waffengattung Waffen, für. genau. Genau. Da könnten wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Man weiß halt immer noch nicht, wenn wir das jetzt machen, wie das wirklich dann bei 3.18 aussieht, wenn es dann live geht, aber das Thema können wir durchaus mal anreißen. Genau. Also auf jeden Fall mal ein bisschen abwarten, wie es sich entwickelt und dann auf jeden Fall schauen. Gerade auch aktuell sieht es ja so aus, als würden auch auf dem PTU die Server deutlich schneller laufen, was die Herzanzahl angeht. Aber da muss man halt immer abwarten, bevor man da Sachen groß in den Himmel lobt. Wie es sich dann nachher auf dem Live verhält. Weil Genau. klar, ein Increase in der Server-Tick-Rate wäre für uns als PvP natürlich sehr interessant, gerade weil es doch schon 4 Hertz sind und man einen Unterschied zwischen 8 und 12 Hertz doch schon deutlich merkt. Genau. Ja, neues Flugmodell wird in ferner Zukunft natürlich ein Thema sein. Ja, das wäre doch was für eine Recap-Episode zu CitizenCon. Also vom Jo, letzten stimmt, Jahr. da, genau. Da können wir auch nochmal Themen aufgreifen. Der FPS-Wallhack, da bist du richtig Fan von. Da können Ja, wir auch nochmal drüber absolut. sprechen. Das wird dann so eine Rage-Folge da irgendwie. Ja, Ja, das können wir machen. das wird ein 30 Minuten sich aufregen über ein Feature, was vielleicht so gar nicht kommt. Aber Genau, mal schauen. wir könnten auch jemanden einladen, fragen, ob er uns was zum Thema Hardware sagt. Zum Beispiel Joysticks, Empfehlungen oder Hardware-Kauf, wo muss ich da drauf achten? Ich habe mir jetzt ja auch, mich da auch neu aufgestellt. So zum Black Friday gab es ja ein paar schöne Sales und dann ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man genau weiß, zum, bei Wörpel, was muss ich da alles kaufen, welche Camps sollte ich vielleicht noch mitkaufen und so. Sowas stelle ich mir auch vor, das könnten wir vielleicht auch noch mal einbauen irgendwo. Ja, Ja, und also wenn so, es das Wünsche ist so da gibt, unten. wenn es Wünsche für Features gibt, einfach unten in die Kommentare schreiben oder bei uns auf dem Discord vorbeikommen, einen von uns anschreiben. Wir sind da gerne offen, auch wenn ihr mal vielleicht persönlich hier vorbeikommen wollt und eure Meinung teilen möchtet. Einfach rumkommen, Hallo sagen. Ihr Weiß nicht, seid Tom, gerne da willkommen. kommt auch immer, da kommt auch immer so viel Kritik und so. Ich weiß nicht, ob ich das lesen will. Ach, Kritik ist doch mal schön. So Man kann sich doch Kommentare nur und so. verbessern, wenn Feedback ist immer gut. Ja, okay, dann wertest du das aus. Ich werte das immer aus. Super. Na, ist auch ein Spaß. Okay, ja. Genau, das war, also meinerseits war das Episode 0 jetzt. Das war Episode 0. Länger geworden als geplant, aber ist doch schön. Ja. Cool, dann bedanke ich mich bei euch, vor allem bei Fries, den werden wir mal wieder hören zwischendurch. Sehr gerne. Die nächsten Folgen werden Top Gun nicht begleiten. Wir werden uns dann jeweils immer einen Gast holen oder das alleine beackern. Werden wir mal sehen. Dann wird es uns auf YouTube zu finden geben. Und versuchen das Ganze noch bei Spotify, wie auch immer, einzubinden, dass man sowas auch mal unterwegs hören kann. Es muss ja nicht immer, heute haben wir ja auch nichts zum Zeigen, das heißt, es ist mehr Podcast-Format als YouTube-Video und das ist für den einen oder anderen ja auch ganz nett dann. Genau.
Genau, alle Videos, die während dieses ganzen Dings angesprochen werdet, findet ihr, wenn ihr das auf YouTube schaut, angepinnt bei den jeweiligen Timestamps. Und ansonsten mal schauen, wie wir das bei Spotify lösen, dass wir da irgendwie Links zu den Videos bereitstellen. Mal gucken, das wird noch ein freudiges Experiment. Ja, wir lernen jetzt auch ein bisschen dazu, ne? Also das Konzept steht und wir werden uns da natürlich auch ein bisschen verbessern und gucken, wie wir das ein oder andere noch besser umsetzen. Ja, klar. Okay, cool. Dann bedanke ich mich bei euch. Ja, und dann bedanken wir uns auch bei den Leuten, die es zugehört haben bis hierhin, die es bis hier geschafft haben. Wie gesagt, schreibt gerne Feedback, Wünsche, Anregungen in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.